Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ja, ja, ja. Und da ist meine Frau Lialona Launebär. Come Brad. Wir wollen heute das Spiel spielen. Partykicker als Trinkspiel. Allerdings, wolltest du was trinken dazu? Nein, immer? Ich trinke kein Bier. Nein, also kein Alkohol. Wir spielen das also ohne Trinken. Das ist halt ein kleiner Tischkicker. Ich habe den schon einmal aufgemacht gehabt, ich habe den noch nie zusammengebaut. Deswegen wird das, denke ich mal, jetzt ein bisschen länger dauern, bis wir spielen können. Weil wir wollten damals die Farbe vom Blau in Gelb machen, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Ich habe keine richtige Farbe dafür und das stinkt nach Aceton. Die Farbe geht hier auch schon, also Männchen geht hier kaputt. Also war keine gute Idee von mir. War eine scheiß Idee. Jetzt haben wir so einen weiß-blauen, wenn ihr seht. Und einen rot-weißen Bayern München. Wir wollten einmal Dortmund machen. Und einmal Bayern München als Gegner. Weil vorher war der blau gewesen, blau gegen rot. Naja, egal. Also, wir schauen mal nach. Wir haben hier einmal zwei Figuren, Spielfiguren. Zwei Spielfiguren. Haben wir hier die Tore für die Krökels, die Handschellen, sag ich jetzt mal, zwei Torskalern, zwei Fußbälle, zwei weitere Stangen, das Spielbrett. Was ist da drin? Muss ich da noch mehr basteln? Ich hoffe nicht. Ich habe kein Messer zur Hand. Brauchst du Messer? Nein, ich doch nicht. Ah, hier, das sind diese Trinkbecher, so, die hier reingehangen werden. Aber die brauchen wir ja sowieso nicht, weil wir spielen nur von 1 bis 10. Ah, das für Kaffee. Ja, von 0 bis 9 spielen wir Kaffee. Ja, was ist mit Kaffee? Mir ist das egal. Mir ist das wurscht. Aber immer so einen kleinen Becher Kaffee, wenn du ein Tor geschossen hast, als Belohnung? Nein. Können wir machen. Okay. Wir überlegen uns, was wir trinken dazu. Das werdet ihr dann beim nächsten Video sehen. Ha, 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 ha. Auf jeden Fall baue ich das jetzt erstmal auf. Viel dazu muss ich nicht erklären. Ich baue das zusammen und dann heißt es, der eine muss den Ball dort reinschießen, der andere muss den Ball dort reinschießen. Wir spielen dann immer so, wie halt Tischfußball geht. Oder Krökeln. Der eine sagt so, der andere so. Wie heißt es bei dir? Kampret. Kampret, okay. Bei Lona heißt es Kampret. Wer ist Stefan? Tischfußball. Ach so. Gut. Das war erstmal die Erklärung. Jetzt baue ich schnell auf. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn... Das heißt Deutschland gegen Indonesien. Woo! Woo!